Wir reden nicht weiter über Frisuren, das ist völlig doof, aber einer, der hat eigentlich immer oftmals ratze, kahle Haare gehabt. Wir wollen mal schauen, wie viel Haupthaar er noch hat und wollen nach Dortmund schalten, denn da sitzt einer, der hat größte Erfahrung gegen den FC Bayern und vor allem, ich glaube, der hatte eine kurze Nacht. Kevin Großkreuz, da ist er. Kevin, wir sitzen in deiner Kneipe. Die Frage natürlich aller Fragen, hast du dir selber heute schon ein Kontrabier gezapft? Hast du durchgefeiert? Zumindest für das Interview hast du dir erstmal einen Kaffee hingestellt. Wie viel Bierchen gab es denn nach dem gefühlten Sieg gestern? Ja, es gab schon das ein oder andere Bierchen, aber ich musste ein bisschen früher nach Hause, weil ich heute selbst noch ein Spiel habe. Ja, aber natürlich wurde gefeiert bis 0 Uhr, glaube ich. Sehr gut. Und das viel bessere, die bessere Hälfte von unserer Sendung sitzt ja neben dir, Valentina Maceri. Was soll ich hier dummes Zeug aus dem Studio reden, wenn ihr beide jetzt ein wunderbares Interview führen könnt? Viel Spaß, ich lehne mich zurück. Am besten Dank, Carly. Also zurückgegelte Haare hat Kevin auch gestern in der Süd gestanden. Erklär uns mal dieses Phänomen der gelben Wand. Wie fühlt sich das an, wenn man da steht, mitfeiern darf? Und du hast ja gesagt, so ganz viel Bier hast du nicht getrunken, weil du Spiel hast. Aber wie viel hast du denn auf den Kopf bekommen? Ja, das 2-2 in der 95. Minute, der Jubel war sensationell. Ich bin froh, dass ich da war für Süd. Ich bin 8 Stufen, glaube ich, runtergefallen. Gott sei Dank geht's dir gut. Ja, alles gut, aber der Jubel war einfach wirklich sensationell und da kamen Emotionen hoch, da denkt man an nichts mehr und ja, das war einfach nur genial. Was sind das für Emotionen, sowohl als Spieler, wenn man unten steht und dann da hochguckt, aber auch dann, wenn man da drin steht und den Spielern zuschaut? Ja, wenn man auf Süd steht, ist einfach was Großartiges und das muss man einmal miterlebt haben. Wenn man hüpft, da wackelt die Tribüne und das ist ja, das ist einfach was Schönes. Und als Spieler von unten, wenn man drauf guckt, ist auch geil. Und ich glaube, gestern hat auch die Süd ein bisschen das Spiel mitentschieden, weil die so nach vorne gepeitscht haben. Deswegen ist das Tor, glaube ich, auch noch gefallen. Edin Terzic hat sich ja beschwert, dass nach dem Spiel gestern die Mentalitätsfrage nicht gestellt wurde. Ich stelle sie mal jetzt. War das die richtige Mentalität der Dortmunder gestern? Auf jeden Fall. Wenn man so zurückkommt nach 2-0 gegen FC Bayern, ich glaube, das ist nicht alltäglich. Und das freut uns natürlich Fans auch und die Spieler auch. Und wir haben, glaube ich, ein Zeichen gesetzt, dass die Mannschaft Charakter hat. Dennoch gab es diverse strittige Szenen. Das Spiel war sehr hitzig. Aytekin hat das, finde ich, souverän gepfiffen. Eine davon war Jude Bellingham gegen Alphonso Davies, der dann auch danach ausgewechselt wurde, kurz vor Ende der ersten Halbzeit. Julian Nagelsmann hat sich dazu geäußert. Wir hören uns das ganz kurz an, bevor wir mit Kevin dann genau über diese Szene sprechen. Ja, ich erinnere mich zurück, glaube ich, vor im Juli oder im Juni hatten wir eine Schulung bei den Schiedsrichtern. Da hieß es, Kopftreffer im Gesicht ist eine rote Karte. Nicht mal gelb, also das ist gelb, das ist ja völlig außer Frage. Er hat eine Gehirnerschütterung, ist auf dem Weg ins Krankenhaus oder ist schon im Krankenhaus, ich habe nichts gehört. Aber es ist natürlich ein hartes Foul, auch wenn es keine Absicht ist. Schult macht das nicht mit Absicht, muss man schon hervorheben, aber es ist trotzdem ein klarer Platzverweis. Da gibt es auch nichts zu diskutieren. Siehst du das genauso? Du hast die Bilder gesehen, du hast auch die Szenen, haben wir uns gerade vor der Sendung auch nochmal extra angeschaut. Stimmt. Bellingham geht da mit den Beinen nach oben, hatte schon gelb zu diesem Zeitpunkt und Alphonso Davies, klar, fair enough, Bellingham hat es nicht mit Absicht gemacht, der will runter zum Kopfball und dann trifft er ihn genau am Auge, glaube ich, war es dann tatsächlich. Er ist mit dem Kopf ein bisschen unten, ja, natürlich. Und Bellingham kommt zu spät, leider. Auf jeden Fall erstmal gute Besserung und ja, wenn eigentlich, ja, muss man ehrlich sagen, kann man schon gelb, rot oder rot geben. Also war es dann tatsächlich, wäre das auch eine spielentscheidende Szene gewesen, wenn Bellingham zu dem Zeitpunkt hätte runtergehen müssen? Natürlich wäre das ein Vorteil für Bayern dann gegen 10 Mann. Und, aber da haben wir auch mal ein bisschen Glück gehabt. Letzten Jahre hatte Bayern immer ein bisschen Glück. Und deswegen, ist das so? Ja, der Bayern-Dusel, ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Und deswegen, als Dortmunder darfst du das sagen. Ja, deswegen passt das. Hören wir uns an, gemeinsam, wie Aytekin diese Entscheidung für sich auch verteidigt hat und wie er erklärt hat, warum Bellingham in diesem Fall nicht gelb-rot gesehen hat. Gut, es ist so, die Anfangsphase, die ersten 15 Minuten waren ja sehr intensiv. Bellingham hat dann eine gelbe Karte bekommen, die, ich sag mal so, es war eine durchaus eine kann-gelbe Karte. Vielleicht, der hat sie bekommen auch im Zusammenhang, weil in dieser Phase es durchaus hektisch war. Und dann kam diese Szene, wo er dann in diesem Zweikampf unglücklich den Spieler trifft. Es ist durchaus so, dass ich für mich
mir hat so die letzte Überzeugung gefehlt, um aus diesen zwei Fouls, die er gemacht hat, eine gelb-rote zu machen. Und das war dann der Grund. Ich kann aber jeden verstehen, wenn man das jetzt separiert und einzeln betrachtet, kann man durchaus auf ein anderes Ergebnis kommen. Aber in der Situation war es für mich so, dass ich gesagt habe, mir fehlt da noch die letzte Klarheit. Verständlich seine Erklärung für dich? Ja, er geht ja, die vorige gelbe Karte geht er erzählt er ja, aber ja, da kannst du ja keine Entschuldigung für das zweite Foul geben, deswegen muss man schon eigentlich sagen, dass Rot gegeben werden muss und hätte man akzeptieren müssen. Du hast ja gerade schon den Jubel und die Emotionen nach dem 2:2 Ausgleichstreffer angesprochen, aber was ich auch erstaunlich fand, war nach dem 1:2 Anschlusstreffer, wie Moukoko Neuer angerannt hat, ihn da auch weggeschubst hat und was für Emotionen auch der transportiert hat. Ich hatte das Gefühl, im Gegensatz zum Rest der Mannschaft, hat der wirklich noch daran geglaubt. Ja, Moukoko, muss man sagen, Respekt, was der für ein Spiel auch abgeliefert hat gegen Bayern. Er hat viele Bälle festgemacht und war immer dabei in jedem Zweikampf und ja, in den jungen Jahren und dann den Ball da aus dem Netz zu holen und das Stadion mal mitzunehmen, freut mich auch einfach für ihn, weil er eine schwierige Phase auch hatte. Ja. Und er ist jetzt da und ein guter Junge und der wird noch einige Tore machen für den BVB. Kann er auch eine ganz große Identifikationsfigur für den BVB werden? Auf jeden Fall. Er kommt hier aus der Jugend und ich hoffe, er verlängert und dass wir noch sehr viel Spaß mit ihm haben. Wir haben Edin Terzic, Dortmunder Junge, du bist natürlich auch einer, Moukoko auch. Wie wichtig ist dieses Dortmund-Gen, wenn man für den BVB spielt? Ja, das Edin hier ist genial, es gibt nichts Besseres. Er ist ein Dortmunder Junge, stand auch selbst auf für Süd und das passt hier hin. Und er ist mit Emotionen dabei, er weiß, wie Borussia Dortmund tickt und deswegen passt das einfach. Wer nicht das BVB-Gen hat, ist Anthony Modest, der kommt ja auch von der anderen Seite sozusagen. Hatte bis jetzt auch nicht so viel Glück in Dortmund, muss man ganz ehrlich sagen. Und schießt dann gestern auch wieder nach einer unglücklichen Aktion, wo er das Tor auch schon auf dem Fuß hatte, dann das 2:2. Was denkt man da als Dortmunder? Ist das jetzt genug, damit Anthony Modest von den Dortmundern auch von der Süd akzeptiert wurde? Er wurde ja gestern nach dem Spiel direkt gefeiert. Ne? Ich glaube, vielleicht ist das dass er jetzt wieder da ist. Er hat ja in Köln bewiesen, dass er treffen kann. Und ich glaube, vorher war alles so ein bisschen unglücklich. Aber vielleicht gibt ihm das jetzt nochmal was und dass er jetzt, dass er weiß, was Borussia Dortmund auch bedeutet und dass die Menschen hinter ihm stehen. Und ich glaube, das tat ihm richtig gut. Aber du stehst jetzt auf der anderen Seite. Der Wechsel von Anthony Modest zum BVB. Wie nimmt man das als eingefleischter Dortmund-Fan, so bezeichne ich dich jetzt mal in diesem Fall, nimm's mir nicht übel, wie nimmt man das dann auf? Ja, ich glaube, er hat ja gute Leistungen in Köln gebracht. Er hat 20 Tore beim FC Köln gemacht und er weiß, wo das Tor steht. Ich fand es eigentlich ein guter Transfer. Jetzt hat er unglücklich gespielt, aber die Saison ist noch lang. Vielleicht macht er auch noch einige Tore für den BVB. Und er hat Dortmund gestern den Punkt gerettet. Einen Punkt, der sich anfühlt wie ein Sieg für Borussia Dortmund. Und der Punkt war in der Tabelle auch enorm wichtig, Kali. Wir müssen ja auch an der Stelle heute mal sagen, also ganz besonders tapfer jeder Bayern-Fan, der heute hier beim Bayern-Insider zuschaut, der redet die ganze Zeit in Schwarz-Gelber, strahlt ohne Ende. Jetzt habe ich aber gute Nachrichten für jeden Bayern-Fan, denn schauen Sie mal, ich bin ja hier heute der Statistik-Seppel, wollen wir einmal noch mal schauen, wie die Gesamtbilanz denn Borussia Dortmund gegen Bayern ist. Und jetzt für jeden, für den das Herz rot schlägt, der hat doch jetzt wieder ein bisschen bessere Laune. Wenn wir uns mal die Gesamtbilanz anschauen nach dem Ligagipfel gestern, dann sehen wir, dass die Bayern dann doch deutlich im positiven Bereich sind. 52 Siege, 30 Unentschieden bei 25 Niederlagen aus Bayern Sicht. Aber Fakt ist auch, nach zuletzt 7 Siegen in der Liga gegen den BVB hat es nicht für den 8. gereicht. Nur ein Pünktchen und das, jetzt kommt die Überleitung zur aktuellen Tabelle, hat folgende Auswirkung. Wir sehen nämlich, der FC Bayern steht zwar noch vor Borussia Dortmund, aber, das große Aber, Union Berlin und Freiburg vor den Bayern nach 9 Spieltagen. Und Achtung, Union und Freiburg, die spielen ja heute erst, können beide mit Auswärtssiegen bis auf 4 Punkte wegziehen vom FC Bayern. Da braucht man noch nicht wirklich ein Fernglas, aber vielleicht sollten die Bayern bei eBay schon mal nach einem billigen suchen, weil wenn das so weitergeht, dann ziehen die beiden da vorne den Bayern da von. Und jetzt wieder schlechte Nachrichten, denn jetzt redet wieder der Ex-Star und große Fan von dem BVB, Kevin Großkreutz, weiter. Aber das hatten wir
besprochen. Jetzt wollen wir mal ein bisschen zurückschauen und nach vorne. Stichwort Nationalmannschaft. Kevin, du bist ja ehemaliger Nationalspieler und weißt ja, wie es sich anfühlt, als Dortmunder mit so viel Bayern zusammenzuspielen. Erfolgreich war es 2014. Wie habt ihr das denn hinbekommen, diese Rivalität mal ruhen zu lassen und den Geist von Campo Bahia zu beschwören? Da hast du doch bestimmt eine ganz große Rolle gespielt, oder? Ja, auf jeden Fall. Damit hat auch keiner gerechnet, dass wir uns so gut verstehen. Ich hab mich mit den Bayern super verstanden. Ich war mit allen immer zusammen, wirklich. Schweini ist ein richtig guter Freund geworden, und den ich auch viel zu verdanken habe, der immer für mich da war. Und wir haben uns wirklich prima verstanden und deswegen wurden wir, glaube ich, auch Weltmeister, weil wir ein Team waren. Was hat dich und Schweini so verbunden? Weil wir, glaube ich, die gleichen Typen sind. Offen, ehrlich, direkt und immer gut drauf, wie Poldi auch. Deswegen haben wir uns auch, glaube ich, alle so verstanden. Kannst du Schweini, obwohl ihr gute Freunde seid, folgenden Gesang und folgende Szene verzeihen? Mann für große Worte, deswegen einfach nur für große Taten! Ja, kannst du dich dran erinnern? Ja, er hat mir sofort danach geschrieben, wo das öffentlich wurde und hat sich dafür entschuldigt. Was hat er gesagt? Ja, das Fisch, du weißt, das ist ja nicht so gemeint. Fisch. Ja, aber ich glaube, das sind Emotionen. Er hat gefeiert und kann man ihn auch verzeihen und das ist auch vergessen. Wann war das nur für die Zuschauer nochmal? Bitte? Wann das war? Das war nach der WM direkt. Und da hat er das dann gesungen, hat genau, sich bei dir entschuldigt im danach Anschluss. Danach hat er sich bei mir entschuldigt und deswegen ist das vergessen. Nein, aber Emotionen gehören dazu und auch so ein Song und das passt schon. Ihr seid immer noch befreundet. Auf jeden Fall. Sehr gut. Es gibt auch noch eine ganz bezeichnende Szene zwischen dir und Basti Schweinsteiger. Das war kurz vor deiner Einwechslung. Stimmt. Du hättest eigentlich eingewechselt werden sollen, standest schon bereit an der Seitenlinie. Schweini damals hatte einen Cut, genau. Blutüberströmtes Gesicht. Du warst bereit zum Einlaufen für deine ersten WM-Minuten und Schweini hat dann doch weitergespielt. Wie groß ist die Enttäuschung, auch wenn Schweini ein Freund von dir ist, wenn man dann an der Seitenlinie steht und sich darauf freut, endlich auflaufen zu dürfen und dann kann man doch nicht? Er hat ja aus Spaß gesagt, ich habe Kevin gesehen, dann spiele ich lieber weiter. was der für ein Spiel abgeliefert hat im Finale, war ja Wahnsinn. Und deswegen hat mich das einfach gefreut, dass er durchgezogen hat. Und er war wichtig für die Mannschaft. Und deswegen verzeihe ich ihm das natürlich auch. Und Hauptsache, wir sind Weltmeister geworden. Da hast du definitiv recht. Es steht ja eine WM an, 2022. Hat die deutsche Nationalmannschaft da auch ohne Schweini und Kevin Großkreuz die Chance auf den Titel? Ja, Deutschland ist eine Turniermannschaft und beim Turnier sind sie immer da, deswegen haben die immer Chancen und die haben ja auch eine überragende Truppe. Das muss jetzt zusammenpassen alles und dann spielen die auf jeden Fall eine gute Rolle und können Weltmeister werden. Hansi Flick sucht dir noch so einen Überraschungseffekt, einen Kandidaten, eventuell Füllkrug wurde da genannt. Kannst du dir das vorstellen? Auf jeden Fall hat er sich verdient, was er im Moment trifft für Bremen, ist Wahnsinn und deswegen würde ich den auch mitnehmen und ich glaube, der Hansi wird das auch machen. Kevin, nochmal zurück zu Dortmund. Jetzt Weltmeisterschaft haben wir gerade angesprochen. Wir haben noch ganz kurz Zeit. Was ist dein Tipp? Wie werden die nächsten Wochen verlaufen? Werden wir endlich mal einen spannenden Meisterschaftskampf in Deutschland in der Bundesliga erleben? Ich hoffe es. Ne? Bayern ist halt Bayern. Die sind immer da, wenn es drauf ankommt. Aber im Moment schwächeln sie auch. Man sieht auch sogar nach einer 2-0-Führung, geben sie das noch aus der Hand, dass es denen in den letzten Jahren nicht passiert. Und deswegen muss Borussia Dortmund da sein, ihre Spiele gewinnen und nicht so wie in Köln eine schlechte zweite Halbzeit spielen und das Spiel wieder verlieren, sondern auf sich achten und die Dinger gewinnen. Und dann kann es eng werden für Bayern und Borussia Dortmund kann deutscher Meister werden dann. Wenn nicht jetzt, wann dann, könnte man sagen. Aber da gibt es ja auch noch Union und Freiburg aktuell und die sind ja im Moment auch nicht so leicht zu schlagen, Carly. Ich habe einen Tipp, Kevin, vielleicht machst du einfach Hansi Flick den Vorschlag, jede Turniermannschaft braucht auch einen ordentlichen Bierwart. Vielleicht kannst du einfach als Bierwart mit nach Katar fahren, weil im Spielerhotel wird Bier erlaubt sein. Ja. Vielen Dank fürs Interview, danke euch sehr und liebe Grüße nach Dortmund. Bitte. Liebe Grüße nach Berlin.